wir beschleunigen. So, und einmal dem Mercedes hinterher. Biegt er ab? Nein, ah, dann können wir hier ohne ein Auto vor uns hier rechts abbiegen. Ja, dann fahr halt Auto, wenn du keinen Bus fahren willst. Dann musst du aber selber fahren. So, und hier dürfen wir 70 km/h fahren, also können wir jetzt ordentlich aufs Gas treten. Und hier mal richtig die... Der Bus kann jetzt mal seine ganze Leistung hier entfalten. Aber ich glaube, die Haltestelle ist auch schon da vorne. Ah, da ist erstmal eine Ampel. Nicht zu spät bremsen. Aber wir haben ja eh... Rot. So. Und da war jetzt auch kein Auto hier vor der Haltelinie. So, nach vorne schon die nächste Haltestelle. Aber unter 5 Minuten, das will ich jetzt noch schaffen, unter 5 Minuten ans... unter 5 Minuten Verspätung an der Endhaltestelle anzukommen. Gucken wir mal, da seht ihr, wie viele Haltestellen es sind. Wir sind jetzt schon an der, naja, vierten Haltestelle. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und um 16.25 Uhr sollten wir planmäßig an der Haltestelle... Ich glaube, die... Ist es Nierenkampfstraße? Heißt die, glaube ich. Ah, da vorne fährt auch wieder die NE2, also die Nachtlinie. Da können wir dann zur Haltestelle Gelsenkirchen-Bühr-Rathaus fahren dann nächstes Mal. Ich glaube, das machen wir. Werden wir auch mit dem Niederflurbus von Mercedes-Benz hier fahren, dem O530. Weil da gibt es, glaube ich, auch für den hier auch ein Repair, also eine Lackierung, wo Nachtexpress oder so außen drauf steht. Auch, die sieht auch richtig cool aus. Hier seht ihr jetzt auch ein bisschen anders als die auf dem Gelenkbus. Hier ist noch ein bisschen mehr Werbung und so drauf für City Center in Gladbeck. So, wir blinken noch nicht. Erst, wenn wir an der Kreuzung vorbei sind. Und zwar jetzt, wobei das wahrscheinlich hier keinen großen Unterschied gemacht hätte. Wir haben keinen Haltewunsch. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. Kein Problem. So, jetzt können wir natürlich mal was probieren. Und zwar fahren und währenddessen die Frau bedienen, weil wir sind bei 5 Minuten Verspätung. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, ja, keine Angst. Bitteschön. So. Weiter geht's. Hier dürfen wir weiterhin 70 fahren, glaube ich. Oh, da ist hier schon die nächste Ampel. Oh, davor ist schon die nächste Haltestelle. Die Sperrbachstraße. Vielleicht habt ihr es gerade links da gesehen. Da ist jetzt auch ein Mercedes-Benz Open 530 gefahren, also den wir hier auch fahren. Und bei der Map Gladbeck sind auch noch alternative KI- bzw. AI-Listen dabei. Also für andere KI-Fahrzeuge, die so anders eingestellt sind halt. Und zwar, dass halt dann hier neben dem... Standardbussen aus OMSI 2, also dem Standard Niederflurbus, dem MAN NL und dem MAN NG. Hier auch noch der Mercedes-Benz O530 und O530G, also den wir fahren, und den Gelenkbussen O530G, dass die hier auch noch auf der Map fahren, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Dazu müsst ihr halt den O530 und den O530G auch hier in OMSI 2 haben, also müsst ihr euch downloaden und halt einfügen. Und dann könnt ihr die AI-Liste so ändern, dass, also könnt ihr die hier einfügen bei der Map Gladbeck. Also die aktuell, die halt da drin ist, austauschen gegen die andere, die ihr da mit downloaden könnt. Diese alternativen AI-Listen, da gibt es viele, die ihr da auswählen könnt. Und dann könnt ihr die da reintun. Und dann könnt ihr auch, dann sind hier auch noch die beiden Mercedes-Busse dabei. So, jetzt verlassen wir Gelsenkirchen. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Da steht's, wir verlassen jetzt Gelsenkirchen-Bühr. Also, wir waren jetzt, die Ortschaft, wo wir waren, heißt Gelsenkirchen-Bühr und jetzt geht's nach, was auch immer G ist, wahrscheinlich auch Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Scholven. Okay. Nächste Haltestelle. Ach so, das heißt, die Haltestelle, wo wir losgefahren sind, heißt einfach nur Rathaus. Ah, ja, 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 verstanden. Ah. Okay. Endlich habe ich's verstanden. Ich weiß aber gerade nicht, wie es bei Gelsenkirchen-Bührer Straße ist. Da... war für mich am Anfang noch ein bisschen irritierend, weil ich wollte immer Gelsenkirchen-Bührer-Rathaus sagen, weil, ja, keine Ahnung, weil es halt noch die Haltestelle Gelsenkirchen-Bührer-Straße gibt. So, perfekt getimed und dann können wir hier jetzt schön mit 80 km/h über die Landstraße brettern. Richtig geil, mit dem Bus hier so ordentlich mal Gas geben zu können. Ganze Power entfalten. Hier schön mit 80 km/h über die Landstraße brettern. Ah, der kann sogar noch schneller. Komm, geben wir jetzt noch ein bisschen mehr Gas. Ein bisschen Zeit aufzuholen. So, aber jetzt schon mal bremsen. Vorne ist nämlich, sind schon wieder Autos und da ist schon die nächste Haltestelle. So, blinken wir schon mal. Und jetzt sind wir hier in Gelsenkirchen-Scholven. Also, das ist eine richtig geile Map hier so mit verschiedenen Streckenabschnitten. So,
Da wartet jemand. Und perfekt, kommen wir hier zum Stehen und leider sind wir schon über 5 Minuten Verspätung. Einmal normal, bitteschön. Ist ja schön, ist jetzt ein armer Bandit hier oder was? Bad. Beschwer dich nicht übers Rückgeld, ich hätte dir auch gar nichts geben können. So. Und wir können wieder Gas geben und hier dürfen wir jetzt nur 50 wahrscheinlich fahren. Zur Xantener Straße geht's jetzt. So. Hier dürfen wir, glaube ich, nur 50 fahren, oder? Vorne steht's jetzt auch, ja. Dann lassen wir ihn rollen. Ja, ich will noch unter 5 Minuten kommen. Komm, das schaffen wir noch. Ja, der Bus ist schon gut gefüllt. So, und die Haltestelle ist auch schon da vorne. Beziehungsweise, nee, dauert. Ah, nee, doch hier rechts rein. Wow, oh, ein bisschen schnell hier rüber gefahren. So, jetzt stehen wir hier. Ah, da, hier hält auch die NE2. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, ja, ist ja gut. Eine Kurzstrecke für den Herrn. Jo. Bitte schön, 1,50 bitte. Dankeschön. Bitte schön. So, der beschwert sich übrigens nicht. Zu früh die Tür zugemacht. So. Straße ist frei, wunderbar, weiter geht's. Und Verspätung fast bei 7 Minuten. Jetzt zur Nienkampfstraße. Ah ne, da waren wir glaube ich noch nie, Nienkampfstraße. So. 30 km/h. So. Bremsen. Nicht zu schnell, schön an die Verkehrsregeln halten. Ah, das ist E50 jetzt. Gut, können wir wieder Gas geben. Hätte sich gar nicht gelohnt jetzt zu bremsen. Nur Energieverbrauch, naja. Ah, willst du auch da anhalten? Bist du auch ein Bus? Ah ne, der will ja eh abbiegen. Hat halt schon etwas früh geblinkt. So. Guten Tag. Ja, danke. Haben schon genug Leute gesagt, ist ja gut. So, wir wollen hier, glaube ich, links, gell? Ja. Ah, abknickende Vorfahrtsstraße, wunderbar. Warten alle anderen, dass wir gefahren sind. Da steht zum Glück kein Auto, deswegen kommen wir perfekt um die Kurve rum. Nächste Haltestelle, Mehringstraße. So, jetzt geht's zur Mehringstraße. Auch sehr schöner Streckenabschnitt hier. Gefällt mir echt gut die Straßen hier, durch die wir hier fahren. So, du wartest ja bloß noch rotes Auto. Schaffst du nicht rauszukommen, bevor wir hier vorbeigefahren sind. Ach, komm bitte wenigstens unter 5 Minuten. Ah, es ist so ein Glück, dass wir hier auf der Vorfahrtsstraße sind. Das müssten wir immer anhalten. So, da ist schon wieder die nächste Ortschaft. So, und hier erst nach der Kreuzung blinken, sonst wäre der jetzt wahrscheinlich rausgefahren. Und jetzt geht's nach Gladbeck rein. Ach nee, das G stand wahrscheinlich für Gladbeck, sowas. Hallo. Guten Tag. So, und Leute sind ausgestiegen. Die Tür kann zu. Weiter geht's. Das war die Mehringstraße. Nächster. Jetzt geht's zum Ginsterweg. Der Bus lässt sich echt gut fahren. Sehr schöner Bus. So. Nicht zu weit rechts, dass wir da irgendein Auto mitnehmen. Und wir fahren geradeaus weiter. Ja. Schön stehen bleiben. Wir sind auf der Vorfahrtsstraße. Dankeschön. So, mal gucken, wo der Ginsterweg ist. Wir sind bei 5,3 Minuten. Kommt unter 5 Minuten, unter 5 Minuten. Ja, ich habe gerade zu ruckartig Gas gegeben. Ah, hier ist eben die nächste Haltestelle. So. Und da vorne geht es dann auch rechts ab für uns. Und die NE2 würde dann geradeaus weiterfahren. So, da wären wir. Junger Mann, haben Sie keine Uhr? Hallo. Doch. Gucken wollen Sie mal hier gucken. Gucken Sie mal da im Display. Da ist auch eine. So. Da hinten sind alle ausgestiegen. Ja. Weiter geht's. Abbiegen. So. Fahr du am besten noch rum. Danke. Und einmal aufsetzen. Ging jetzt gerade nicht anders. Das hätte ich weiter ausholen müssen. Das war der Ginsterweg. Und jetzt geht's zur Vossstraße. Da
Da waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Vossstraße? Sagt mir noch irgendwas. So, wir haben hier einen Haltewunsch. Vossstraße. Ah, hier vorne. Scheiße. Ich habe die Taste mit der Bremse gerade irgendwie nicht gefunden, weil ich so hier gerade auf dem Bildschirm geguckt habe. Also nur hier so konzentriert auf dem Bildschirm, um zu gucken, wo wir da lang müssen. Hallo, guten Tag. So, warte mal, wir müssen geradeaus. Ah, nicht blinken. Beziehungsweise, naja, egal. Ist schon keiner irgendwie rübergefahren. Wobei, wenn wir links abbiegen, fahren die ja trotzdem nicht. So, zur Schwedenstraße geht's jetzt. Ja, hier sind wir, glaube ich, schon mal aus der anderen Richtung gekommen. So ein bisschen langsam hier. Jetzt nämlich so huppelig drüber. Und wir sind unter 5 Minuten. Ja. Hallo. Komm, lass fahren. Einen normalen Fahrschein. Guten Tag, einen normalen Fahrschein. Jo. Das ist so geil, dass man mit Lichthubel den anderen Autofahrern Zeichen geben kann. Oh, ja, mecker. Einen Autofahrer ein Zeichen geben kann, dass sie, fahren dürfen. Also man sie vorlässt oder so. So wie eben, da hätte er nicht die ganze Zeit rum, das hätte er die ganze Zeit da rumstehen müssen. Wunderbar, wir können weiterfahren diesmal hier, da wartet keiner. Und gerade habe ich es noch im letzten Moment gesehen, dass wir hier rechts abbiegen müssen. So, war das jetzt eben der Scheideweg? Ich glaube, oder? Wir sind an der Endhaltestelle! So schnell schon! Und wir sind unter 5 Minuten! Ist das... Alter, guckt mal, die Verspätung ist richtig runtergegangen. Wir sind richtig pünktlich an der Endhaltestelle, das ist ja geil! Hier, an der Haltestelle Menzler Straße, sollen wir ankommen um 16.35 Uhr. Wir sind 1 Minute 47 Sekunden zu spät. Das ist ja mal richtig geil, wir sind richtig pünktlich hier an der Endhaltestelle heute angekommen. Und wir lassen die Leute nicht aussteigen, doch. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können sie weiter aussteigen. Und das war's an dieser Stelle auch schon wieder hier von diesem Teil von Let's Play OMSI 2. Das ging ja mal schneller jetzt hier ans Ziel, als ich dachte. War wieder eine sehr schöne Fahrt, tolle Strecke, die wir hier gefahren sind. Nächstes Mal sind wir dann wahrscheinlich mit dem Nachtexpress unterwegs. Hier einmal nachts durch Gladbeck unterwegs. Warte mal, wir können ja gerade mal gucken, von wo nach wo die fährt. Der NE2. Da ist er. Der fährt gerade am Wochenende nicht. Na gut, dann werdet ihr es dann nächstes Mal erfahren. Das war's von diesem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.